Ja, ob ich will oder nicht, ob ich Bock habe oder nicht, ob ich es geil finde oder ätzend, spielt alles keine Rolle. Ich bin es meinen Hunden schuldig, dass ich jetzt mit ihnen endlich wieder mal eine Radrunde durch den hohen Westerwald unternehme. Es ist widerlich nasskalt, es ist grau, es ist dunkel, es ist scheiße. Wen interessiert das? Mich nicht wirklich. Und wenn ich hier ein bisschen rumjammere, dann ist das nur Show und Jammern, was eigentlich Quatsch ist und gar nicht mein Ding ist. Und jetzt geht es echt los. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der aktuell hier im hohen Westerwald unterwegs ist. Aber auch das gefällt mir eigentlich. Und wenn ich ab und zu mal einen treffen würde zum Schwätzchen halten, würde mich das auch nicht fürchterlich stören. Aber es muss auch nicht unbedingt sein. Also, wir starten. Wo ist mein Rad? Luzi, Fly, komm! Ja, mit zwei Hunden am Rad wieder mal durch einen verhackstückten Westerwald. Hier hat gewaltig viel Baumeinschlag stattgefunden die letzte Zeit. Allerdings alles Bäume, die eh schon am Arsch waren. Borkenkäfer zerfressen. Und ja, sieht ein bisschen leergefegt aus, ein bisschen chaotisch aus. Und ich hoffe, es wird sich niemand von meinen Naturfreunden und Umweltfreunden beschweren, wenn ich wieder mal hier im Westerwald durch dieses Wüstenfeld laufe. Ja, los! Hola. Langsam! Die Hunde wollen schneller, als es mir gesund erscheint. Vor allen Dingen für den Fall, dass ich mir auf die Fresse lege, was jetzt auf den matschigen, ausgelutschten Waldwegen gar nicht so undenkbar ist. Und deswegen muss ich Luzi und Fly bremsen. Aber sie haben natürlich jetzt Nachholbedarf, weil sie 3 Tage nicht wirklich gerannt sind. Im Moment regnet es nicht und da ist es gar nicht so übel, wie ich gedacht habe. Es duftet weder nach Schnee noch nach Winter, sondern nach Moder. Ein Moderwald, ein Sumpfwald, ein Regenwald. Aber auch das hat seine Reize. Scotty, the giant.
Und holla. Jawohl. Wow, hier sieht's aus. Jetzt hat man den ganzen Westerwald, den ganzen hohen Westerwald platt gemacht. Aber da sieht man mal, wie viele Bäume hier in letzter Zeit verreckt sind. Auf jetzt mal hier langsam. Hier ist alles total vermatscht und versifft. Kommt mit bei Fuß, Luzifly. Siehst die Niederschläge hier. Der letzten Tage haben jede Harvesterspur und jeden Wegesrand in einen Bach verwandelt. Ja, man sieht, es sind schon gewaltige Bäume hier, gewaltige Fichten. Ein Waldexperte oder ein solcher, der sich mir diesbezüglich so vorstellte, erzählte mir, dass hier der Westerwald eigentlich für die Fichte viel zu feucht ist und die Fichte viel zu schnell wächst. Und das sehe man hier an den Jahresringen. Und wenn ich das hier so sehe, die sind in der Tat im Außenbereich bis ja, über einen Zentimeter, über 10 Millimeter stark. Und da scheint was Wahres dran zu sein. Und je schneller so ein Baum wächst, umso empfindlicher ist er. Ja, hier kann man heute noch mal deutlich sehen, das, was in den letzten zwei Jahren hier auch im hohen Westerwald zu wenig an Niederschlag gefallen ist, das ist in diesem Herbstwinter ja reichlich nachgekommen. Und so reguliert sich der Wasserhaushalt auf der Erde hier zumindest in unseren mitteleuropäischen Regionen mal so, mal so. Was das nun alles mit Klimawandel zu tun hat, keine Ahnung. Ja, Fichtenholz, Einschlag, soweit das Auge reicht. Und ich hoffe, für diese Mengen an Holz gibt es auch Abnehmer in der Holzindustrie. Und diese gewaltigen Baumstämme bleiben hier nicht die nächsten Jahre liegen. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis man hier alles abgeholt hat. Okay, jetzt in diesem Wintermatsch ist es sicher schwierig hier mit den großen Langhaltstransportern hier über die aufgeweichten Waldwege zu fahren. Da müsste jetzt eigentlich erstmal fetter Bodenfrost kommen. Hier komme ich gerade an einem Haufen vorbei, der hier schon länger liegt, ohne dass er abgeholt wurde. Ja, an diesem Holzstoß hier sieht man, steht schon alles drauf, aber der liegt schon länger hier. Den kenne ich schon einige Wochen und Monate hier. Okay, wie dem auch sei, in Wirklichkeit kenne ich mich natürlich mit der Holzindustrie, der Holzwirtschaft, der Industrie, Wald, Gestaltung und Verarbeitung nicht wirklich aus. Früher hatte ich mal einen Schüler, der heute schon um die 40 Jahre alt ist oder darüber. Der war oder ist gelernter Förster, mittlerweile an der Uni in Frankfurt beschäftigt als Ökologie,
Experte. Und den konnte ich früher immer fragen, wie, was geht hier eigentlich ab? Was ist aus dem Waldsterben geworden? Wie funktioniert die gesamte Holzwirtschaft, Waldwirtschaft? Und ist das ein Minusgeschäft für die Waldbesitzer oder ein Plusgeschäft? Oder was hat das alles hier zu bedeuten? Borkenkäfer, Sturmschäden und Klimawandel. Wie wird sich das in Zukunft auf das auswirken, was man in Deutschland als Wald bezeichnet? So, meine Hundchen haben sich jetzt lange genug kurz ausgeruht. Und jetzt werden wir unsere Regen-Westerwaldrunde im augenblicklichen Regenloch fortsetzen. Habt ihr Lust? Habt ihr Lust, weiter zu rennen? Fly, Luzi, wollen wir weiterziehen? Habt ihr Bock? Okay, dann geht's jetzt weiter. Ja, jetzt bin ich wieder auf meinem geliebten Bähnchenweg unterwegs. Das ist eine ehemalige Eisenbahntrasse, die hier durch den Hohen Westerwald führt und auch an der Krombachtalsperre entlang. Und das ist immer ein schöner Weg, ohne rauf und runter. So, wir haben unsere Krombachtalsperren-Rundfahrt locker flockig und auch mit dezentem Vergnügen hinter uns gebracht. Ja, was auch interessant war, eine Menge Leute im Wald unterwegs, die sicher so wie ich am Ende einer langen Weihnachts- und Neujahrsfreizeit mit ätzendem Regenwetter heute ein Regenloch genutzt haben, um mal wieder rauszukommen und das Einrosten zu verhindern. So, ich freue mich jetzt wieder auf meinen gemütlichen Wohnwagen. Ich werde mir einen schönen Tee mit rum machen und ein schmackhaftes Abendessen. Und meine Hunde freuen sich auch schon. Und das Leben ist schön.